bin Svea und ich unterrichte Geige an der Musikschule. Ihr habt die Geige, man kann auch Violine sagen, schon sicher mal gesehen. Heute möchte ich euch über dieses Musikinstrument ein bisschen näher erzählen. Geige ist ein Saiteninstrument. Es gibt vier Saiten. Und auf diesen spielt man. Normalerweise benutzt man aber einen Bogen zum Spielen. Geige ist nämlich ein Streichinstrument. Man streicht mit einem Bogen, der übrigens mit Pferdehaaren bespannt ist, über die Saiten und so entstehen die Töne. Um mehr als vier Töne spielen zu können, muss man mit den Fingern der linken Hand auf die Saiten drücken. So kann man fast unendlich viele Töne aus dem Instrument zaubern. Geige kann man in der Musikschule im Einzelunterricht spielen lernen. Es gibt Geigen, die viel kleiner sind als meine Geige. Solche kleine Geigen sind extra für Kinder gedacht und man kann sie in der Musikschule ausborgen. Schon im ersten Lernjahr lernt ihr einige Kinderlieder spielen. Zum Beispiel das Lied Komm mit mir nach Hüpferstadt kann man sehr schön auch auf der Geige spielen. Ihr könnt jetzt gerne mitsingen. Drei und... Interessantes. So haben die Geigen vor 1000 Jahren ausgeschaut, in der Zeit der Ritter und Burgfräulein. Wir spielen jetzt zusammen mit einem Drehleier ein Tanzlied aus dieser Zeit. Auch die Drehleier ist ein Streichinstrument, doch statt des Bogens streicht ein Rad die Saite. Kinder, ich hoffe, die Geige gefällt euch und ich würde mich sehr freuen, im Herbst einige von euch im Geigenunterricht zu treffen. Bis dann, tschüss!